willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute wieder Foodhaul-Time, denn wir haben heute Dienstag und kommen gerade vom Einkaufen. Wir waren wie immer bei Kaufland, da waren diese Woche auch wieder ein paar coole Angebote, die wir wahrnehmen wollten und deswegen sind wir wieder zum Kaufland gefahren. Ich habe zwei volle Taschen neben mir stehen, denn wir haben diese Woche auch ein kleines bisschen mehr ausgegeben, weil wir noch ein bisschen Vorrat gekauft haben. Unter anderem habe ich auch so ein paar Konserven für meine Oma noch mitgebracht. Und ja, deswegen ist es diese Woche ein bisschen mehr geworden. Wir haben insgesamt, ich glaube, 45 Euro ausgegeben. Ach ja, und noch eins vorweg. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass der Ventilator an ist. Man sieht das hier an meinem Ärmel, der die ganze Zeit hoch und runter geht. Es ist super heiß hier, vor allen Dingen ja im Dachgeschoss. Ihr wisst, wir wohnen im Dachgeschoss. Man kann es gerade so aushalten mit Ventilator und deswegen habe ich ihn auf kleine Stufe gemacht, damit ich hier in der Küche nicht anfange zu schmelzen. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Als allererstes fangen wir direkt mit einer Sache an, die eigentlich gar nichts mit Food zu tun hat, aber wir haben sie gekauft und deswegen möchte ich sie euch natürlich auch zeigen. Wir haben bei Kaufland diese Grillspieße gekauft. Und zwar sind die von dieser Kaufland-Eigenmarke Let's Barbecue. Und das sind einfach 6 so ganz große Edelstahl-Spieße, wo man halt selber so Grillspieße machen kann. Fürs Frühstück gleich sind natürlich auch wieder Brötchen mitgekommen. Ich habe ein Kürbiskernbrötchen und ein Rosenbrötchen wie immer und Jakob hat ein Käsebrötchen und eine Käse-Laugenstange. Jakob hatte irgendwas im Internet oder im Fernsehen gesehen, was er heute Abend so als Abendsnack unbedingt ausprobieren möchte. Und dafür braucht er Brezeln. Deswegen sind 3 Brezeln mitgekommen. Für ein Gericht diese Woche brauchen wir Brötchen. Den Essensplan verrate ich euch natürlich nach dem Foodhaul wie immer. Und das hier sind für uns einfach die leckersten und deswegen mussten die auf jeden Fall mit. Ein bisschen Wurst und Käse ist natürlich auch mitgekommen. Jakob hat sich hier einmal diese Blutwurst eingepackt. Dann haben wir diese Woche dieses Graved Lachsfleisch mal mitgenommen. Klingt ganz interessant, bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Nach langer Zeit hatte ich auch mal wieder Bock auf Schmierkäse und deswegen ist hier dieses Käse-Vielfalt-Schmierkäse-Gedöns mitgenommen. Da sind ja immer so verschiedene Sorten drin. Und die finde ich ganz lecker. An der Käsetheke ist auch was mitgekommen, denn da war diese Woche Gouda Jung im Angebot. Und da habe ich 500 Gramm mitgenommen, 250 für mich und 250 für meine Oma. Das habe ich ihr schon gegeben. Dann einmal die Salami hier mit 30% weniger Fett. Ich mag ja die Geflügelsalami davon am liebsten, aber Jakob mag die nicht so gern. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dann die hier zu nehmen, weil die mögen wir beide. Dann waren Jakobs Lieblingswürstchen hier diese Knackis im Angebot, beziehungsweise billiger reduziert. Und dann haben wir die auch mitgenommen. Und für diese komische Brezelgeschichte, die Jakob vorhat, braucht er Fleischsalat. Und da habe ich dann einmal hier diese Leona in Streifen mitgenommen. Eigentlich mache ich das immer selber, aber das war jetzt im Angebot. Da dachte ich, probiere ich das mal aus. Und dann mache ich ihm dann selbstgemachten Fleischsalat. Und an der Fleischtheke ist dann noch einmal Fleischwurst und einmal Fleischwurst mit Karotte mitgekommen. Das sah so lecker aus, das wollten wir unbedingt ausprobieren. Dann wie immer zweimal Margarine. Ich habe mir mal wieder meine Lieblingschips mitgenommen und zwar hier diese Pombeeren. Da nehme ich auch ab und zu einfach den Fake, aber die waren jetzt im Angebot. Und deswegen habe ich die mitgenommen und zwar im Ketchup-Style. Das sind einfach die geilsten Chips überhaupt. Dann natürlich wie immer ein neues Toastbrot. Wir brauchen diese Woche für 2 Gerichte Baguette und deswegen haben wir hier zweimal Baguette mitgenommen. Das sind insgesamt 4 Stück zum Aufbacken. Und ich dachte mir, dann habe ich die einfach schon zu Hause und muss da nicht nochmal los, um Frisches zu holen. Und die schmecken auch ganz gut. Getränke sind natürlich auch mitgekommen. Ich habe mir zweimal Zitroneneistee mitgenommen. Und Jakob hat hier einmal Apfelschorle. Dann hat er sich noch hier einmal dieses Cola-Mix in Zero geholt. Und bei Kaufland war Volvic im Angebot und da habe ich mir hier einmal das Volvic in Apfel mitgenommen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das habe ich als Kind immer getrunken. Und deswegen musste ich das auf jeden Fall jetzt nochmal mitnehmen. Und auch für Jakobs Brezelgeschichte einmal geriebenen Edamer. Jakob hat sich nach langer Zeit mal wieder Blaubeeren mitgenommen. Er isst das eigentlich sehr, sehr gerne eher so als Joghurt oder Marmelade. Und die waren jetzt auch im Angebot. Eigentlich fast alles, was wir gekauft haben, war im Angebot. Und deswegen sind dann auch nochmal Heidelbeeren mitgekommen. Wir hatten auch nochmal Lust auf normales Brot und deswegen haben wir hier ein Roggenmischbrot mitgenommen. Einfach hier diese Bauernschnitten. Dann natürlich wieder eine Gurke, die darf bei mir nie fehlen. In der billigen Abteilung haben wir was ganz, ganz Cooles gefunden. Und zwar hier diese Ziegenfrischkäse im Speckmantel. Ich mag die so gerne, aber die sind, finde ich, für diese 3 Stück sehr, sehr teuer. Und jetzt waren die halt runtergesetzt. Wir haben nach langer Zeit auch mal wieder einmal Zwiebelwurst mitgenommen. Ich hatte jetzt super lange gar keine Lust mehr darauf und deswegen haben wir gar keine mehr gekauft. Und jetzt musste mal wieder eine mit. Im Angebot war auch mein Lieblingsfrischkäse von Mireille, der französische Kräuter. Und ihr wisst, wenn der im Angebot ist, muss der einfach mit. Ebenfalls im Angebot war von Exquisa dieser Frischkäse in Scheiben.
Und den haben wir schon mal in Natur probiert und der war sehr lecker. Und jetzt haben wir den mal in Kräuter mitgenommen und sind mal gespannt, wie der ist. Für ein Essen diese Woche brauchen wir hier diese Antipasti-Creme. Da haben wir mal wieder von Pop diese Kirsch-Paprika-Creme mitgenommen. Die haben wir einmal ausprobiert und seitdem lieben wir die. Die ist so lecker. Da sind so richtig geile Paprikastücke drin. Und die ist richtig gut. Die müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr auch auf so einem Kram steht. In der billigen Abteilung bin ich auffündig geworden. Und zwar habe ich hier diesen Duovla entdeckt und mitgenommen. Den hatte ich ja jetzt schon längere Zeit nicht mehr mitgenommen. Und da musste ich den jetzt auf jeden Fall nochmal haben. Was Joghurt betrifft, ist Jakob auch in der billigen Abteilung fündig geworden. Und zwar hat er hier diesen Vanillejoghurt mitgenommen. Und zwar mag er den sehr, sehr gerne dann mit seinen Blaubeeren. Jakob hat sich einmal Mozzarella eingepackt. Und diese Woche ist etwas mitgekommen, was wir noch nie gekauft haben, also in der Form. Und zwar haben wir hier Feta gekauft. Und zwar die in Öl eingelegt mit Paprikastückchen und halt in diesem Glas. Ich habe die bei Daniela probiert, die haben wir nämlich auf der Pizza gehabt und die waren so lecker, dass ich mir gedacht habe, die muss ich jetzt auf jeden Fall mal mitnehmen. Und da habe ich jetzt wie gesagt einfach die mit Paprika genommen, weil das sieht nämlich echt total lecker aus und da freue ich mich auf jeden Fall, die zu essen. Und zum Schluss haben wir noch zwei Pink Lady Äpfel. Eigentlich kaufe ich die ja nie, weil ich finde die echt unverschämt teuer und alle anderen Äpfel schmecken genauso gut meiner Meinung nach. Aber Jakob mag die sehr, sehr gerne und deswegen haben wir mal zwei Stück hiervon mitgenommen. So, und das war es auch eigentlich schon wieder mit unserem Food Haul. Diese Woche, wie gesagt, ein bisschen größer ausgefallen. Ich habe ja auch ein paar Sachen für den Vorrat gekauft. Unter anderem habe ich einmal Hackfleisch mitgenommen. Das habe ich aber schon bei meiner Oma eingefroren. Ihr habe ich auch ja 250 Gramm Käse von der Theke mitgenommen. Und ich habe ihr noch 3 Dosen Suppe mitgebracht. Diese kleineren Suppen, halt, wenn sie zum Beispiel einfach mal keine Lust auf irgendwas Großartiges hat, isst sie sehr, sehr gerne einfach so eine Konserve halt mit Suppe. Und ja, diese großen sind einfach viel zu viel für sie. Das wird sie niemals schaffen. Auch nicht irgendwie auf 2 Tage verteilt. Deswegen kaufe ich immer diese kleineren Dosen. Und da habe ich ihr dann 3 Stück von mitgebracht, die auch im Angebot waren. Ich habe jetzt hier unseren Essensplan. Und dann werde ich euch natürlich jetzt mal erzählen, was wir diese Woche Feines zu essen machen. Heute gibt es einfach ganz schlicht Nudeln mit Tomatensauce. Ich habe generell wieder so ein bisschen versucht, einfach so ein paar frische und leichte Sachen zu machen. Also für uns leichte Sachen, weil es soll diese Woche sehr, sehr heiß werden. Und deswegen hat man gar keine Lust, irgendwie viel oder großartig deftige Sachen zu kochen. Wie gesagt, heute Nudeln mit Tomatensauce. Morgen gibt es Kartoffeln mit Sour Cream und Gurkensalat. Donnerstag gibt es Baguette mit gebratenen Champignons und dieser Antipasti-Creme. Freitag gibt es Spaghetti mit Pesto Rosso und Salat. Samstag gibt es einfach so Brötchen bzw. Brotzeit. Dafür haben wir die Brötchen gekauft. Wollen dann einfach nur so ein paar belegte Brötchen machen. Sonntag gibt es Fritten mit Hähnchenschenkel und Salat. Das ist so ein bisschen deftiger, aber Jakob hat sich das von meiner Oma gewünscht und das macht sie auch natürlich. Und Montag gibt es für uns Tomatensuppe mit Baguette und für meine Oma eine andere Suppe, denn sie isst nicht so gern Tomatensuppe. Ab und zu baue ich ja mal in einem Video eine Frage ein und deswegen dachte ich mir, machen wir das heute nochmal. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was bei euch auf jeden Fall bei jedem Einkauf mitkommt. Also was ihr eigentlich immer kauft, was ihr nie vergesst und was ihr sehr, sehr gerne mögt. Das würde mich auf jeden Fall freuen, also schreibt das unbedingt in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich räume den ganzen Spektakel hier natürlich jetzt weg. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns direkt morgen wieder. Tschüss!